Wir nehmen mal ein paar Quests an. Noch mehr. Ja. Ja. Und zwar noch zwei, glaube ich, aber was soll's. Wir werden nie genug haben. Wir helfen ja gerne den Leuten. Was ja. redet ihr da? Ja, ihr. Komm, nicht so schüchtern. Ja. Ich brauche eure bin schüchtern. Ich deine aber nicht. Er fliegt rum. Er hilft den Leuten. Und der fliegt herum. Daran habe ich auch gedacht, er den Leuten geholfen hatte. Und er hilft den Leuten. Ich kann nicht. Ihr müsst. Ist der da am Pranger? Ich sehe immer noch durch sie. Ja. Ja, so 2D, die da hinten, für mich sieht das auch so aus, als wäre das nur so ein Ast, wo der sich dran hängt oder so, aber. Wenn er einen Stützpunkt ober für das Gebiet vom Bösen geläutert. Wegpunkt der Dungeon Quest, eine weitere Belohnung, Bauschluckhaft. Oh, ja, ich merke es. Stützpunkt entdeckt. Aber wie steht jetzt da rot? Stützpunkt muss zuerst erobert werden an der Seite. Da ist ja in rot geschrieben. Hier unten ist da, ja. Da müssen wir sowieso in, für eine andere Quest, glaube ich. Ja. Okay. Ja, noch eine Quest. Hier war noch eine irgendwo. Ich muss warten. Das passt aber praktisch. Du bist gerade Kaskade, keine Parts mehr von dem Spiel. Ja, ja. Das ist der Part für Montag, nehme ich an. Ja. Yo, Schwester. Schön euch wieder zu sehen, Schwester. Kennen wir die? Ja, die war doch in der Kathedrale, glaube ich, letztes Mal. Das ist er. Ah, er hat bestimmt nur wieder Zahnschmerzen oder so. Er sagt, er kann sich an nichts erinnern. Ja, da sage ich doch, typisches Symptom von Zahnschmerzen. Also habe ich ihn im Keller gefesselt, um Hilfe zu holen. Weil nur weil der Zahnschmerzen hat. Komm, zeig uns, wo er ist. Vielleicht ist er auch einfach nur Part von der Sekte. Der muss ja nicht unbedingt besessen sein. Ich meine, da ist irgendwo ein Typ in Amerika, der hat mehrere tausend Dollar bezahlt, damit er zu einem Wolf werden kann. Ach, wir müssen direkt hier rein. Der läuft nur noch in einem Wolfskostüm in der Gegend rum. Unheilvoller Keller. Solange der jetzt, wenn der jetzt nicht von Satan besessen ist, dann will ich mein Geld zurück. So, what the? Okay, erstmal gucken, wie das Spiel nochmal geht. Ja, da habe ich mir. Oh Gott, gedacht. Ja. Ich sehe ihren Mann nicht. Was war das? Was war das? Schrei. Was war das? Das war ein Schrei. Verdammt nochmal. Ja, ich war bei. Dreher schwarze Eisseile. Ist überhaupt hier rein? Ich esse irgendwie nichts. Wie gesagt, ich soll wieder raus, das ist eine andere Quest, ne? Ups. Ich drücke einfach random irgendwelche Knöpfe. Ist auch irgendwie nichts. Ja, irgendwie nicht, ne? Okay. Muss man damit jemanden noch reden gerade? Nicht. Boah, hier steht noch jemand. Was ist passiert? Mein Ehemann. Er versteckte sich oben. Er rannte. Also wir mussten doch da rein. Ich meine, wir sind ja gerade da reingekommen. Er noch andere verletzt. Als wir da reingegangen sind, haben wir die Frau schreien gehört. Okay, war schon richtig da. Ich werde es überleben. Er ist aus dem Keller abgehauen. Wenn wir wieder zurückkommen, ist die wahrscheinlich tot. Als ob die eine Ärztin ist, ey. Die weiter, weiß doch nicht, was ist. Müssen wir den jetzt suchen? Der ist hier irgendwo in einem Gebiet, ey. Nein, dich will ich nicht ansehen. Du bist verwundet. Ein Dämon! Eine blutgetränkte Schreckensgestalt! Das bin doch nur ich. Ich glaube, die reden über mich, über meinen Mascara. Hau da rein, die Kanalisation. Da finden wir die Turtles da. Weil beim Einkaufen hatten die irgendwie so eine Turtles Pizza oder so. Ja, haben die bei Netto auch bei mir. Ja, war auch bei Netto. Ja. Ah, verdammt.
Ich will immer hier so einen Seitwärtsschritt machen. Ich tue aus Versehen mein Ding zwei. Ja, das ist meine Ultimate, genau. Selbst in der Schwan sind da nur Insekten? Der Quatsch. Oh. Oh, ein goldener Ring. Oh, goldene Axt, Königsmacher. Boah. Oh, schlechter ja, als meiner. Bonk. Okay, diese Dinger sind relativ schnell tot. Ja. Nein. Die haben mich ja in so eine Mauer eingefangen direkt. Goldenes. Schon wieder kein Stufenpass aufgelevelt. Bonk. Ich habe gesagt Bonk. Mit deinen Geister, Golems und Skeletten. Ja. Mir ist so eben kalt. Er sollte ja nicht herunterkommen sollen. Hier sind nicht gerade warm. Oh, das sind explosierende. Schon gewundert. Meine Frostskelette, die können keine Chance, den Gegner einzufrieren. Ich krieg jedes Mal Essenz, wenn die jemanden angreifen. Ist das den Pestmade? Ich bin noch nicht wütend genug. Ich muss warten. Na, das Internet wird explodieren bei Gear 5. Oh, sagen alle. Ich habe die Reaktionen gesehen zu dem kleinen, dieser kleinen Szene da, zu den Drums of Liberation. Die Leute sind jetzt schon am Ausflippen, ey. Ja, ja. War auch ein cooler Moment. Ja, und die beiden Typen, die sich irgendwie in der Bahn darüber unterhalten haben, die haben irgendwie was gesagt von Warner Brothers irgendwie. Mit One Piece irgendwie mit Warner Brothers irgendwie so zusammenarbeitet. Oh, ja, die machen ja einen Real-Life-Film. Da wäre ja geil, ne? Wenn die Folge irgendwie so vom Warner Bros. Irgendwie so würde irgendwie voll passen. Ja. Wie so ein cartoonischen ja, Stil. Der ist ja auch voll Looney Tunes, wenn der Gear 5 ist. Ja. Ich habe nicht. Was ist der denn? Ich bin noch nichts gerade. Oh, der ist eingefroren. Der war eingefroren. Geil. Goldenes Zeug schon wieder. Oh, ein goldener Schild. Okay, ich habe einen weißen Helm bekommen, der besser ist als mein goldener Helm. Sehr gut. Ich krieg ja nur goldene Sachen. Kannst auch ein bisschen übertreiben mit dem Loot. Orangene Zeug, das ist dann anscheinend legendär. Legendäres Zeug. Da ist er, oder? Muss er nicht. Da. Vorsicht. Das ist eine heikle Situation. Ja, klar. Jetzt kommt wieder ein Boss von irgendwo. Wir müssen mit der reden, Daniel. Oh. Wo ist sie jetzt? Nehmt meinen Kelch und stellt ihn so nah wie möglich an ihn heran.
Ich lenke seine Aufmerksamkeit auf mich. Ja, wir haben ja schon mal für sie so Exorzisten-Sachen gemacht, glaube ich. Magenschmerzen hatte, genau. Ja, Magenschmerzen, Zahnschmerzen, wir kommen uns und alles, ja. Vater Inarius, reinigt mein böses Blut in eurem Licht. Hier, trink mein Blut. Ja, der Typ leidet. Wir reden hier von fortgeschrittener Karies. Ja, Leute, das passiert, oh, wenn ihr Gott. Eure Zähne nicht putzt. Ich wollte gerade sagen, das ist einer. Ja, ist der. Einer der Karies-Männer. Oh, das Ding klingt schwach. Ja, irgendwie schon. Da ja. Ist alle noch eingefroren, ey. Er war ein bisschen antiklimatisch, wenn das schon alles war. Leidet die jetzt? Ich habe euch im Stich gelassen. Ist alles deine Schuld, Lady. So leid. Ja, sollte es auch. Ja, humpel bloß zurück, hier sind ramm ich dir meine Sense in den Rücken. Du bist eine schreckliche Zahnärztin. So, diese Quest. Warte nicht. Müssen wir jetzt langsam hinterherlaufen? Sollen wir vielleicht mal die Quest hier aktivieren? Oh mein Gott, diese eine Quest, die wir gerade angenommen haben, die ist gar nicht auf unserem Level, die ist ein bisschen höher, die ist Stufe 28. Oh, scheiße. Das war ganz neues. Ich dachte, die sind mal auf uns irgendwie gescaled. Und anscheinend nicht alle. Muss ich ja ganz mix rauslaufen. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Vor die Bretter reingedüst. Und wir sind noch Gegner. Sagen, die sind wieder gespawnt, ne? Ja. Nein, Finger weg. Oh, ein goldener Zauberstab. Yeah, baby. Ich muss warten. Verlorener Rucksack. Ich bin noch nicht bereit. Was? Aber ein Mücken. Ja. Okay, warum liegen hier ein Amethyst rum? Einfach so. Ich bin noch nicht bereit. Wieder eine gute Tat vollbracht. Ja. Ganz schön trübselige Welt hier irgendwie. Von Diablo. Ja, ich meine, ja. Schön, dass dir das auch schon aufgefallen. Wäre nicht mein erstes Urlaubsziel. Das Satanisten, Dämonen. Hm. Ja, dann hast du noch Typen wie uns, die da rumlaufen. Ja, wir machen das auch nicht besser. Ihr seid verletzt. Mir geht es gut. Ich brauche nur ein warmes Feuer und etwas Ruhe. Ja, ein Feuer, das heilt Wunden. So schlecht es auch gelaufen ist, ohne euch wäre es viel schlimmer gekommen. Irgendwie muss ich die richtigen Worte finden, um Quera von ihrem Mann zu berichten. Der Mann ist tot. Passt auf euch auf, Kind. Die Zahnfee hat ihn geholt. Na, warte mal, ihr Zeugs. Hört auf. Oh, ich habe Elixier bekommen. Schwaches Elixier der Präzision. Also trinken und so benutze ich ja gar nicht.
So, was er hier hat, irgendwie. Ach, Kuriositäten. So, oh, ich kann wieder weiter hier einfordern. Bei Regionsfortschritt. Ein Fertigkeitspunkt. Direkt mal ausgeben, wie weit war ich denn hier schon? Oh, sehr weit. Ach ja, ich habe mir passive Fähigkeiten geholt. Genau. Schon alles hat. Was brauche ich denn mehr Wut? Ich glaube, das Maximum Level ist irgendwie so um die 100. Ja, das kommt so hin. Habe ich irgendwie so bei den Trophäen, glaube ich, gesehen. Ich habe ein Zweihandschwert. Oh. Nee, kannst du ja gar nicht benutzen, ne? Na, ich glaube, das habe ich. 18 Dornen. Ältere Dornen um 3%. Wenn Gegner euch treffen, erleiden sie im Verlauf von 5 Sekunden 10% eures Dornschadens als Blutung. War wird schwierig langsam so auszuwählen. Ich habe schon alle Fähigkeiten und ich will die jetzt nicht unbedingt hochleveln. Genau. Deswegen gucke ich mich hier bei passive Fähigkeiten die ganze Zeit um. Die sind alle so spezifisch. Ich habe schon mehr, weil er nicht. Ihr führt Gegner in der Nähe 3% mehr Schaden zu und erhaltet 2% Schadenreduktion. Das ist doch viel besser. Damit kann ich was anfangen. Das ist sehr neutral. Einfach mehr Schaden nehme ich. Aber macht Sinn, ne? Anstatt so irgendwie so was, oh, wenn der Gegner mehr als 50% HP hat, machst du mehr Schaden oder irgendwie so was. Ja, weil es, wenn er weniger hat, was mache ich dann? Ich mach mal meine Skelette stärker. Ist auch dieses Ding eingefordert hier, dieses Gebiet-Dingen hier. Wo ist denn das nochmal? Weil ich habe bei mir nur die. Ja, da, ja warte, ich habe sofort. Ich hatte es gerade gesehen. Wo war denn das jetzt? Karte. Ich habe dann gerade aufgerufen gehabt, da wurde mir das angezeigt. Ich muss bei mir immer nur diesen Touch-Knopf drücken bei der PlayStation. Das hat sofort aufgeploppt bei mir. Ich habe auch gerade irgendwas gedrückt, der ist halt aufgeploppt, aber ich habe das wieder weggedrückt. Ey. Da ist das. Ich habe doch gerade. Oh, warte. Bei Karte und was auch immer Dreieck ist bei dir. Ja, okay, ja, genau, da hab's. Danke. So, noch ein Punkt zum Ausgeben, okay. Oh. Ich hätte gerne diesen Stil und diesen Stil und den Rest verkaufe ich. Ich nehm's. Oh, warte. Nein. Ah, man kann zurückkaufen. Sehr gut. Das war sogar besser. Gut. Jetzt habe ich meine Skelettmagier. Ich mache gerade hier gerade ein bisschen was anders. Ich habe auch eine neue Kette angezogen. Bleibt wachsam. Warum müssen denn schon wieder ein Level höher als ich? Ey? Das gibt's doch nicht. Ja, gut, dann, ja, manche Spieler sind gut mit dem Menü, so wie du. Und ich habe halt Level-Skill. Siehst du? Weißt du? Du musst nicht einfach sein, deine Mutter liebt dich trotzdem. Das kannst du nicht wissen. Ich weiß. Das kann ich hier nicht tun. Ich will die ganze Zeit rennen, setzt irgendwie mein Ruf hier ein. Aber ich in der Stadt bin, darf ich das nicht. Oh. Das ist wie Professor Eiche. Dafür ist nicht der richtige Zeitpunkt.
Ich guck schon mal, was wir als nächstes machen. Jetzt mit besessene Besitztümer. Dafür müssen wir in den roten Keller. Ja, kein Problem. Ich bin sofort so weit. Oh, das klingt aber ein bisschen, das ist ein bisschen weit weg. Wir sind hier mit. Da ist näher. Wir hatten eine neue Fähigkeit. Knochengeist. So viele Quests haben wir eigentlich gar nicht. Moment. Ich bin noch nicht bereit. Was hat eine denn da? Jetzt hier aufgeschrieben, als hat sich der echt eine Menge Content in diesem Spiel. Deshalb ist es so beliebt, nehme ich mal an. Mhm. Oh, ich bin sofort fertig. Soll ich jetzt lieber da reinstecken oder da? Wir sind ja erst im ersten Gebiet. Ich nehme an, da kommen noch mehrere Gebiete. Ja, nehme ich mal an. Ich habe irgendwie eine Quest, die ist irgendwie ganz unten links gewesen gerade. Das ist man auch nicht mal annähernd in der Nähe. Da. So, ich habe jetzt eine neue Fähigkeit, Knochengeist. Nicht solange ich in der Stadt bin. Ja, ist bei mir schon. Ich sehe schon bei dir Knochengeister. Ja, aber das ist eine Fähigkeit, die tut praktisch einen Knochengeist als Suchspürhund rausschicken und wenn der auf Gegner trifft, explodiert er. Geil. Naja, und der Schaden wird multipliziert bei der Menge der Essenz, die dabei verbraucht. Das verbraucht meine ganze Essenz. Oh. Der Schaden wird multipliziert bei der Menge der Essenz, bei der ich dafür verbraucht habe. Und wie kriegst du Essenz? Kriegst du die einfach durch Angreifen oder über Zeit? Ja, das ist dasselbe wie Wut. Okay. Regeneriert sich auch über Zeit bei mir. Das ist nicht so. Also ich renne nur selten aus. Ich habe nur selten keine Essenz mehr, ganz ehrlich. Okay. Das kann ich hier nicht tun. Und meine Wut erhöht sich leider nicht auf Zeit. Ich muss mal irgendwas hauen. Meine Essenz, die geht auch von alleine, regeneriert die sich. Auch wenn ich gar nichts mache. Oh, ich wünsche auch bei meiner Wut auch so. Weil ich einfach so wütend bin. Weil ich am Reisen bin mit dir. Wer soll denn das heißen? Ich fühle mich so wütend gerade. Tundra von Liam. Ich habe meinen Knochengeist geschickt. Okay. Ein paar Spark da rausbekommen. Wollte schon sagen, er sah voll verdächtig aus. Oh, da sind sie. Hier sind Geister. Die am Schreien sind. Ah, hinter uns auch noch, ey. Ach, da hier sind auch welche. Ja, von hinten werden wir auch gerade angegriffen. Ja. Wir haben ganz schön viel Schaden gemacht mit einem Angriff, ey. Ja. Ich muss warten. Da. Alter, was ist das für ein Angriff? Ja, diese Blitze tun ganz schön weh. Die Blitze machen ganz schön aus. So, hier müssen wir rein. Mal wieder eine Dungeon. Schwarz ist alle Seele um Schreie der Unschuld. Hey, dein Buch schwebt ja. Wo liegt denn der Stroh auf dem Boden? Alarm! Alarm! Was für ein Alarm? Achso, ich dachte, wir reden ja gerade über Pornos. Okay. Also, geht das so weiter oder so? Nee, aber das ist voll die dämliche Szene. Da kommt irgendwie so eine halbnackte Frau irgendwie in so eine Feuerwehrwache und dann ist einfach so ein Typ, der schreit Alarm! Alarm! Und da kommt irgendwie so eine ganze Gruppe von Feuerwehrleuten, die im Bett irgendwie reintragen.
Ein Klassiker. Ich finde halt immer gut, wie der so am Schreien ist, so voll gefühlt, so Alarm, Alarm, so voll genervt, ey. Apropos nackt, Baldur's Gate 3 ist auch Nacktheit. Da ist auch gerade rausgekommen, ne? Vor ein paar Tagen, glaube ich. Ja, die Leute sind überrascht, wenn man seinen Charakter kreiert und komplett nackt machen kann. Okay. Der hat nichts darunter an, also. Und aus irgendeinem Grund gibt es sogar, du kannst sogar einstellen, was für ein Penis dein Charakter hat und was für eine Vagina. Cool. Ob das cool ist, weiß ich nicht. Da gibt's Penis A, Penis B, Penis C, Vulva 3. Da. Truhe, meine Geld. Von der eiserne Jungfrau. Da kann man da bestimmt guten Nickerchen machen. Viele. Au. Ja, blöde Blitz. Ja, das tut ganz schön weh. Mir noch mehr hier. Ich wollte meinen Baba bekommen, doch der 25 durch diese Quest. Ich habe die Quest schon freigeschaltet, ja. Ja, bei mir kam die erst auf Level 25. Also. Ja, ja, bei mir auch. Oder ist zu weit weg? Das ist irgendwie ein Gebiet, wo wir noch nicht waren. Oh, ein goldenes Schwert, Daniel. Wollte ich nicht. Habe ich die schon vorher hatte? Das hat der Widerstand. Was ja aber gut ist. Muss auch mal droppen, wenn er will. Obskure Schere. Nee, schlechter als meine. Ich habe eine Axt in dem Slot. Ich bin noch nicht bereit. Jetzt so ein Geist vor der Tür gewartet, ey. Ich bin einfach da rumgelaufen, hab den von hinten überrascht. Wenn der da durchkommt, den mache ich fertig. Oh mein Gott. Weil die Tür mit meiner Peitsche kaputt gemacht. Oh ja, sieht spezial aus. So. Ich habe keine Lichtmuster. Okay. Ich bin noch nicht bereit. Aber du bist auch dafür irgendwie, dass wenn wir irgendwie Level 50 erreichen, noch mal die Stufe erhöhen, oder? Von der Welt. Weil er dann bereuen ist, was anderes, ne? Ja, ne? Oh Gott. Ah! Ich bin noch nicht bereit.
seid ihr? Ein wichtiger Gegenstand fehlt. Torwinde, Die Guillotine ja, vielleicht weiß nicht, wie man eine Waage zusammenbaut. Ja. Daniel, als ob du das wüsstest. Du redest die ganze Zeit davon. Ja, ich weiß, wie das geht, ey. Wissen Sie nicht, wie das geht? Als ob du schon mal hier ist eine Torwinde. Und hier liegt ein Gegenstand. Als ob du schon mal eine Waage zusammengebaut hast oder welches Zahnrad irgendwo hingehört, weil du weißt, wo welches Zahnrad hingehört. Was? Ich habe nicht genug Mut. Ich habe einen ist dann Stab. Steht nicht welche. Ich lass mal fallen. Vorzeichen Zorn. Ist ein Stab oder? Er ist sogar besser als meiner. Oh Gott, die Stacheln. Danke. Wie die Stacheln gerade erst bemerkt. Hier aus dem Boden. Was jetzt mit dem Ding, was wir da gerade gefunden hatten? Ist das jetzt hier dieser Dungeon, der über unserem Level ist oder so? Nee, nee, das ist die Quest, die wir gerade angenommen hatten. Okay. Ich kann halt immer ein bisschen schlecht feststellen, was wie los ist, weil das von meinem Bildschirm verschluckt wird. Die genauen Details von meinem Fernseher. Ich kann zum Beispiel nur die Weltstufe da lesen, da steht aber nicht welche Weltstufe. Die 2 wird von meinem der Rand vom Fernseher verschluckt. Das nicht irgendwie so eine Bildschirmausrichtung oder so? Ich weiß nicht, das weiß ich nicht. Die meisten Spiele machen dann immer, wenn er startet, irgendwie. So, richte den Bildschirm so aus, dass du alles auf diesem Bildschirm sehen kannst. Ja, weiß ich nicht, aber die machen immer nur Helligkeit. Also ja, und das genau. Oder nicht? Ich weiß auch gar nicht, wo man die Option findet. Ich auch nicht. Ja, doch, hier bei Spiel. Oh Gott, oh Gott. Oh fuck, ich bin eingesperrt. Oh nein, nicht der Blitz. Oh fuck. Nein. Nicht sterben. Alter, dieser scheiß Blitz. Okay, ich glaube, dieser Blitz kündet sich da irgendwie so ein bisschen an. Das ist ja, immer so ein... ich habe auch versucht auszuweichen, aber der hat wirklich... Boah, ich kann nicht schwer reagieren, ey. Geh mal auf der los. Mein Gott, hier liegen 2 goldene Sachen, ey. Hose und Handschuhe. Neue Axt. Ja, die Hose ist schlechter, aber die Handschuhe sind besser. Okay, das bringt jetzt nicht wirklich so. Ich ändere mal meine Skelette eben, warte mal. Bringt der Frost ist nicht so. Ja, die Frost bringen es, aber die Reaper, die bringen es nicht so. Die sterben die ganze Zeit, weißt du? Die machen zwar mehr Schaden, aber die halten nicht so viel aus. Wir benötigen zusätzliche Schwerter an der Grenze. Die Frostmagier, die bringen es. Ich weiß, dass ihr die Gegner einfrieren. Es nicht erwarten könnt, das Sonnenlicht wiederzusehen. Was eure Also noch so für eine Auswahl? Betrifft. Ich habe noch Prankler, das schwer tragende Skelett, die 30% Schaden verursachen, aber 15% weniger Leben haben. Die Reaper, die ich gerade hatte, schwingt eine mächtige Sense, die über einen Aufladespezialangriff verfügt, der alle 10 Sekunden schweren Schaden verursacht. Dann habe ich noch die Verteidiger halt, widerstandsfähige Schildträger mit 15% mehr Leben. Mit die Menge an Dornen, die Verteidigung die wir haben. Ja. Rufen wir die mal eben. Hier irgendwie habe ich noch so was gefunden hier, so eine Notiz oder so. Irgendwo. Okay. Ah, fuck. What? Ich war doch grad hier. Hast du die Notiz eingesammelt? Ja, habe ich. Ich höre gerade hier Story. Ja.
schon der nächste. Was willst du denn? Ding dong, palim palim. Die Dinger müssen wir aktivieren. Ich dachte, wir müssen die ganze Zeit so Leute finden. Ja, weil die so finden habe ich auch vorhin auch aktiviert. Wer unten war noch irgendwie so weit her, was wir nicht untersuchen konnten irgendwie. Ja, aber da war ja irgendwie so noch so ein Sockel oder irgendwie so was, was wir da gefunden hatten. Und da fehlte uns irgendwas. Vielleicht noch mal. Nein. Also, was geht? Da, au. Boah. Gerade ich mein Schild. Oh, wo sind die Typen, die die ganze Zeit Blitz auf uns schießen? Ich muss was. Autsch, was für Ordnung, war ein Pfeil. Wo ist unser hiesiger Boss? Oh Gott. Oh, also. Ah, ey, ich stehe immer in der Mitte. Aua. Wenn wir in Bewegung bleiben, würde ich sagen. Ja, er hat es leichter gesagt als getan, ey. Sobald ich sehe, oh, der will jetzt seinen Blitz machen, und wenn ich mich dann wegbewegen will, ist es schon zu spät, ey. Das ist ja eine. Wir können ihn auch einfach schnell genug fertig machen, bevor er macht. Ja, vielleicht auch eine Lösung. Oh, ich habe daneben gehauen. Oh, er ist ein dicker. Ah. Na, Vorsicht. Vorsicht. Nein. Ich hab schon. Ich kann nicht so schnell reagieren, ey. Warte. Kann ich nicht wiederbeleben? Ich weiß es nicht. Weiß ich auch nicht. Ja. Oh. Nein, warte auch. Sorry, mir geht's gut. Ich geh auf den los, ey. Ah, keine Blitze mehr. Nein, ich will nicht da. Runnenband. Ja, diesen blöden Stein auf dem Rücken. Was ist denn das für ein Ding? No, vielleicht ist das, was wir brauchen für dieses Ding, was wir gerade gefunden hatten. Immer ein goldener Ring. What? Nein, ich für den kein Story-Ding. Mein Ring. Ist aber schlechter. Ich finde es sehr schön, dass mein Golem ich gar nichts machen, der ist sofort wieder mit mir auferstanden, als ich wieder belebt wurde. Ja,
Jo, was geht? Da schon wieder so einer. Ich war nicht so vorne, bin los, ey. Ich habe keine noch mehr. Ja, vielleicht sollten wir ihn erstmal fokussieren, ne? Damit er uns nicht so viel Schaden macht. Ja, in dem Moment, wenn ich realise, der will jetzt schießen, da kann ich mich schon gar nicht mehr wegbewegen, ey. Ah. Okay, der nächste. Nein, nein. Okay. Tut. Oh Gott, was? Da ist schon wieder so einer. Ja, das habe ich gerade gespürt. Die gehen alle auf dich auf. Ich klopp mich hier mit den allen. Nein. Der Angriff gibt mir sowas von auf den Weg. Ich bin schon wieder gleich tot. Ja, die haben schon so ein bisschen in sich, glaube ich. Ich vielleicht, die finde ich aber nicht. Hey. Wir treffen mich nicht so oft. Ich bin so flink, ich tanze über das Schlachtfeld. Ich werde dann ballern, ey. Kann ich gar kein Zelt darauf zu reagieren, ey. Gibt irgendwie eine Trophäe, da muss man irgendwie Level 50 erreichen im Hardcore-Modus. Wenn du das kaputt machst, dann spawnen ja jedes Mal irgendwelche Gegner. Ey. Ja? Und diesmal nicht. Ey. Letztes Mal hat er voll viele Gegner gespawnt. Ich habe kaum noch Blut. Nein, wenn ich was sehe, muss ich jetzt kaputt machen. Oh, wer macht mir denn da schon wieder so viel Schaden, Alter? Feindliche Horde greift an. Ist ein Bot, ey. Oh. Ja, ich merk's auch. Ja, auf mich los, Mann. Die rennen alle an mir vorbei. Ich weiß, die gehen alle auf mich los. Oh, ein Stahlzauberstab. Ah, druidisches Talisman. Schaden durch Gegner in der Nähe, plus 3 Schaden. Oh, damit. Schon wieder besser. Ey. Okay. Vielleicht brauchst du einfach irgendwie so einen defensiven Skill oder irgendwie so was oder irgendwas zum Heilen. Ja, das ist richtig, was ich ganz ehrlich. Schwing! Dreh! Ich muss warten. Oh ja, du Schwein. Oh, ja, schon wieder goldene Sachen, Alter. Helm und Ringe. Ja, ich glaube, wird jetzt irgendwie. Oh, da schon wieder. Nein, keine Blitze. Hm, nur noch schnell tot. Oh, Geld. 390 Rüstung. So, habe ich gerade genommen. Immer noch nicht. Aber wir müssen die sogar hier alle töten. Alle Gegner, sehe ich gerade. Steht wortwörtlich, töte alle Gegner hier drin. Okay. 18 verbleiben. Ja. Bei mir jedenfalls.
Jo. Aber richtig Entscheidung, dass ich meine Skelette wieder geändert habe. Die sterben viel zu. Selbst meine Verteidigungsskelette sterben fast mit einem Schlag, wenn der Blitz da getroffen und schießen. Nee. Die halten wirklich einiges aus, ey. Hab das Gefühl, die Schwierigkeit ist schon wieder aufgeschossen, ey. Das kommt mir wahrscheinlich nur so vor, weil ich so schlecht bin. War das schon der nächste? Oh, fucking hell, ey. Oh. Ja. Aua, genau aua. In die Mitte. Ja, der Tun, der ja. Oh Gott. Und ich schon wieder aua. Gewinnt. Oh. Au, Hilfe. Nein, ich schon wieder. Boah, ich bin gleich schon wieder tot. Aua. Der war ich fertig. Aua. Geh auf mich los. Peitsch. Wieder ein goldener Ring, ey. Da ist noch einer. Ich bin noch nicht bereit. Ein Golem und du kloppen auf der Kühle, ey. Alter, schon wieder zwei golden, Alter. Ah, ein goldenes Schwert da ist bei mir. Okay. Oh, alle meine Skelette sind tot, ey, warte mal. Okay, da war ein bisschen krass gerade. Meinst du? Ich habe hier vier goldene Sachen, die hier rumliegen. Ich heb erstmal das Schwert auf, ey. Warte mal. Und dann lassen wir das mal sofort fallen. Na, ich habe einen neuen Helm bekommen. Ich glaube, das ist sogar wieder schlechter, Daniel. Belohnung, blauer Abenteurer. Arena-Käfig. Ja, schlechter. Aber nur ein paar Punkte. Das ist natürlich für dich, Daniel. Ich habe einfach nur was fallen gelassen. Ich habe mein Inventar also voll. Ich habe nur goldene Sachen in meinem Inventar. So, hier ist noch ein Gegner, den wir verpasst haben. Das ist ja. Der stärkste in dem ganzen Kabuff hier. Und der ist da hinter dem Tür, ey. Leck mich. Ah. Aber wo kommen die denn jetzt her? Sag mal meine Ultimate. Ich hab meine auch aktiviert. Oh, da ist wieder so ein Geist. Da. Ah. Keine Blitze. Okay. Schon wieder eine das ist eine Stahlsense. Oh, Aspekt der Qual freigeschaltet. Was ist das? Wieder nichts für mich. Das ist Totenbeschwörer. Cool. Cool Story. Ich bin noch nicht bereit. Diese Verzauberung oder so nehme ich an. Das sind so die Sachen, die wir wahrscheinlich irgendwie farmen müssen. So für Endgame irgendwie so, um die beste Ausrüstung oder sowas herzustellen. Ja, die sind wichtig, die Dinger anscheinend. Aber da sind nur irgendwie rein. Tötet sie und nimmt die Halskette der Augen an euch, okay. Okay. Da ist wieder eine andere Quest, glaube ich. Ich habe immer noch diesen Schaltstein auf dem Puckel. Was sollen wir damit machen, ey? Ja, ich nehme an, wir müssen das da unten einbringen, zu diesen einen Dingen. Warum muss ich den tragen? Ich bin dürr wie sonst was. Ich bin halt nicht so stark, okay? Ja. Ich schlepp nur vier Waffen mit mir herum. Ja, jede von diesen Waffen wiegt wahrscheinlich so viel wie ich, ey, am Frühstück morgens esse, ey. Fucking hell, ey. Du musst auch ein bisschen Workout haben. Nein. Wie du so groß und stark bist wie ich. So. Ich folge einfach mal dem Daniel in der Hoffnung, dass er weiß, wo wir lang gehen. Ja, irgendwo unten war das. Also wenn das ist, was wir brauchen. Was heißt hier unten? Wir sind gerade eine Treppe raufgegangen. Ich meine auf der Karte. Ich gucke auf der Karte. Ja, okay. Entschuldigung. Ich bin noch nicht bereit. Hast du irgendwie keinen passiven Heileffekt irgendwie durch irgendwas? Nicht wirklich. Ich tue die ganze Zeit meinen Ruf einsetzen, mit dem ich dich heile. Ja, danke, ich spür's.
Ich muss einfach besser aufpassen, ganz ehrlich, aber ich hab schon. Okay, hier. So, jetzt kann ich endlich den scheiß Stein loswerden. Fucking hell, ey. Jetzt kommt wahrscheinlich der ultimative Boss oder was? Ihr seid unverwundbar. Geil. Dafür habe ich diesen Scheiß jetzt mit mir rumgeschifft, weil wir sind ja nicht mal mehr Gegner. Was soll denn der Scheiß? Sehr geil. Wo ist jetzt diese komische Thea-Schlampe, ey? Ich weiß nicht, was du da schon wieder. Ich habe eine andere Quest. Ja, keine Ahnung, ich habe das, glaube ich, nicht. Das heißt, die Quest, die über unserem Level ist im Moment. Ja, die wird mir da angezeigt. Ich habe doch keine Ahnung. Ich gucke nicht die ganze Zeit auf der Karte, so wie du. Ich habe gerade Schreie der Unschuld aktiv. Ja, warte mal. Wo ist denn das? Karte, wo steht denn das mit den Quests? Karte, dann links. Saisonal oder was? Schreie der Unschuld. Ventral. Sprich mit Ventral. Tross. Trost. Trost. Wo sieht man denn hier die Quests? Na, wenn du die Karte aufrufst, musst du links drücken. Auf dem D-Pad. Hm. Blick in den Wahnsinn. Schreie der Unschuld. Sprich mit Vandal Trost, ja. Ja. Müssen wir jetzt hier wieder raus, oder was? Ja. Wir sind fertig, ja. Also, okay, ich dachte, warum lungen wir denn immer noch dann hier rum? Ich muss warten. Warte. Irgendwie sind wir immer noch nicht an dem Spiel, an dem Punkt in dem Spiel angelangt, wo wir irgendwie wirklich Gold für irgendwas Wichtiges brauchen. Ne, irgendwie nicht, ne? Kommt noch, nehme ich an. Das sind draußen? Ja. Okay, cool. Wir schauen direkt die nächste Quest. Warte schon der nächste. Okay, warten ist jetzt vielleicht nicht. Er ist ein bisschen da am Tod rumliegen. Das sieht nicht gut aus. Ich habe Medic Degree. Ich bin zwar kein Arzt, aber. Ich bin zwar ein Arzt. Ich bin zwar kein Arzt, aber ich habe schon viele solcher Wunden zugefügt. Seine Leiche zum Beinhaus gebracht, aber. Er warte. Ja, das Gefühl habe ich auch manchmal. Kann ich mal was Gutes passieren in diesem Spiel? Hast du mal die. Wann ist hier eigentlich mal Tag, ey? Das ist eine gute Frage. Ständig gibt es ja immer nur Dämonen und Blut und Satanisten. Ja. Wo kommen die denn jetzt her? Gibt es hier nicht mal was Nettes wie Elfen oder so? Ja, wo sind eigentlich die Engel in dem Spiel? Ich meine, die beten hier die ganze Zeit zu den Heiligen Vater. Wo ist der denn, ey? Aber ich meine, das Spiel heißt Diablo, ne? Ja. Nicht Gottes Segen oder so, ne? Noch ein Eisenbrocken. Den hau ich einen meiner Skelette ins Gesicht. Ich habe den Geist eures Sohnes zerstört. Doch hegt einen tiefen Hass auf euch. Ach, das ist der komische Fuzzi da, der seinen Geistersohn gesehen hat. Ach so, ja, genau. Was, haben wir den überhaupt gesehen? Der war doch jetzt gar nicht in dem Dungeon da drin, oder? Weiß ich nicht. Ich habe einfach nur um mich gekloppt. Ich habe meinen lieben Jungen. Das ist irgendwie so. Mein eigenes Werk. Das Blut klebt an meinen Händen. Ganz und dein Sohn war ein echtes Arschloch. Himmel. Ich muss meinen Sohn besuchen. Nein. Macht der jetzt Selbstmord? Bitte nicht. Nicht auf meinen neuen Schuhen. Der wird sich umbringen, oder? Oh, einen neuen Teil von Golem habe ich freigeschaltet. Wieder eine gute Tat.